Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von dem Kanal. Heute nächste TTG-Folge und heute mit über 100 League On Upgrade Packs, die ich geöffnet habe. Ihr seht, Tots Counter ist der aktuelle Stand bei 67. Ziel ist auf jeden Fall heute, dass wir ordentlich was ziehen. Ich dachte mir, ich nehme noch ganz kurz den 19 Uhr Content mit. Denn da gab es relativ spannende Sachen. Erstmal gibt es natürlich ein bisschen EP, wo ihr weiter auf Level 30 leveln könnt. Ich bin jetzt gerade in Level 29, mir fehlt noch ein bisschen was, aber ein paar EP sollten ja noch kommen, ich schätze so 15 bis 20.000 circa. Und Foot Champions Playoffs gab es, das heißt, ihr könnt, wenn ihr 10 Siege holt, kriegt ihr extra Picks und einen Doppel 85 Plus. Da gebe ich euch den Tipp, falls ihr am Grind seid, das geht natürlich nur für Leute, die die WL-Quali noch nicht gemacht haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr zum Beispiel 4 zu 3 oder so steht, Foot Champions Playoffs abbrechen, ja, dann habt ihr ja die Quali nicht geschafft. Also zum Beispiel, ihr habt 19 Punkte erst geholt, ihr braucht ja 20. Dann könnt ihr die abbrechen, mit Dreieck geht das hier, glaube ich. Und dann müsst ihr halt euch in Rivals wieder genug Punkte erspielen. Aber dann könnt ihr, auch wenn ihr es nicht schafft, 10 Siege zu holen, weil ihr einfach nicht so gut seid, die WL-Quali zweimal spielen. Ja? Ihr müsst halt zwischendrin noch einmal wieder Rivals neu machen. Aber so könnt ihr dann zum Beispiel einmal 4 Siege holen, abbrechen und dann nochmal 6 Siege holen. Und so habt ihr dann halt doppelt so viele Spiele, falls ihr euch die Packs erspielen wollt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ansonsten gab es noch einen 3x83 plus Ligue 1 Spieler Pack, was auch ganz gut ist. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Ich weiß gerade gar nicht, wo es genau ist. Ich dachte, man kann es zweimal machen. Ich habe es nämlich schon abgeschlossen. Kommen wir aber, wie gesagt, gleich zu. Erstmal viel Spaß mit meinen 100 Ligue 1 Upgrade Packs. Da könnt ihr erstmal reinschauen, was so alles drin war. Wir hören uns gleich nochmal. Wir gehen rein. Ich habe 150 Ligue 1 Spieler Upgrade Packs gemacht für circa, ja, 1,3 Millionen Coins. Wir schauen mal, was drin ist. Ich weiß nicht, ob ich alle 150 heute für die Folge ziehe. Ansonsten gibt es nochmal einen zweiten Teil, weil ich glaube, man muss relativ oft recyceln. Ich mache schon mal das erste auf, weil es natürlich nicht so viele Karten gibt. Ich predikte einfach mal so 10 bis 15 Tots will ich auf jeden Fall haben. Klingt jetzt viel, aber man sieht, glaube ich, echt oft André und Kabeja und keine Ahnung. Ihr werdet es gleich sehen, vermute ich zumindest. Und ja, einen guten muss eigentlich mal sein. Das ist auf jeden Fall das Tots, wo ich am meisten Münzen reinscheppern werde. Fabian, Soler und Schmeichel werde ich wahrscheinlich dauerhaft ziehen. Da sind beide schon mal. Und ja, im Video, ich melde mich, das eine Pack zeige ich euch noch, ich melde mich, wenn es den ersten Blauen gibt. Ah, noch keinen Blauen, schade. Frankreich, ZOM, seht ihr, und direkt den ersten Doppelten. Das hat ja nicht lange gedauert. Wir hatten kurz aber eine Minute Spaß. Nummer 7 oder 8. Aha, oh, Moments direkt sogar. Nein. Oh mein Gott, das ist eine 2 zu 3 Chance. Ach komm. Imagine, im ersten wäre direkt so einer gewesen. Imagine. Okay, egal, aber erster Tots. Mollet ist auch noch drin, hat noch sein Schalke-Trikot auf dem Bild, wunderbar. Komm. 84er ist auch okay. 384 wird auch passen. Aha! Nächster Tots aus dem zweiten 80 Plus. Es ging schnell. Und natürlich noch ein Fabian. Der kennt man ja. Aha, endlich. André. Ui, kein André. Ich bin überrascht. Der erste Tot. Es war tatsächlich Update fürs Video, für euch zu Hause da. Ungefähr das 20. Pack. Ich hatte schon eine riesengroße Krawatte, weil hier nichts kommt außer 83er. Aber immerhin, Samba. Der war in der WL super, ne? Der war super in der WL. Der ist eine Macht. Aha! Bitte nicht André. Mann. Samba! Willkommen. Freue mich, dass du da bist. Aha! Fofana, oi, guck mal. Das ist sogar meiner, der mich fast aus meinem Stuhl hier reißt. Der ist sogar gut, den habe ich noch nicht. Der ist nice. Gucken wir mal uns den zweiten noch eben an. Oi, Heuming-Son, das war eine gute Runde. Zwei Picks. Fofana bisher der Beste, ne? 80k,
sind jetzt meine 1,3 Millionen noch nicht mit drin, aber den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Den wollte ich haben. Der ist gut. Link zu Samba, ne? Jetzt. Jetzt kracht es. Hey, Mann. Mann. Ja, komm, Alter. Zum dritten Mal. Falls ihr euch wundert, wieso der nie irgendwie doppelt ist, ich gebe den immer direkt in SBCs ab. Weil, ja, ich ziehe ja sowieso die ganze Zeit. Oh, komm, bitte. Bitte nicht Samba. Nee. Ja. Ui, und Sissoko. 2, aber ich brauche Neymar oder Renato. Cooles Pack, muss man sagen. Cooles Pack, weil 2 dahinter sind. 2x ZDM Frankreich. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hatte ich so zumindest auch noch nicht während des Tots. 2 in einem. Aber halt beide kann ich nicht gebrauchen, ne? Oh, Tots. Mach es! Frankreich? Ja. Habt ihr doch gedacht, dass da jetzt Stürmer kommt oder was? Glaubt ihr doch selber nicht. Endlich mal wieder ein André. Noch keinen Kabea, ne? Wahnsinn. Vielleicht ja jetzt. Wir nehmen noch mal eins mit. Ich will immer noch back-to-back noch mal einen Tots kriegen. Aber das schaffen wir nicht. Wie viele Packs haben wir damals aufgemacht während des Ding Team of the Year? Ich glaube so 400 League All Packs, ne? Ne, 700 League All Packs habe ich geöffnet. Aber nach 100 hatte ich schon 3 Team of the Year. So war es. Komm, bitte. Verratti, endlich ein Guder! Na endlich! Ich habe schon voll gejammert. Letztes Jahr war es viel besser. Aber endlich, das ist der erste Gute. Und vor allem, der Mann kostet ja so 400k. Da gibt es ja 3 Karten. Nuno Mendes und Marquinhos auch noch. Und die habe ich beide in Rot. Also ich habe genau den bekommen, den richtigen. Den wichtigen. Wäre es ja jetzt halt einer von den beiden anderen gewesen, wäre auch gut gewesen, aber habe ich halt schon in Rot, hätte mir nichts gebracht. Das ist das Mindeste, was ich zumindest schaffen wollte aus den Packs. Da können wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Sehr schön. 99 Dribbling einfach. Komm. Frankreich? Oh, wieso eigentlich immer Frankreich, Alter? Gib doch mal Kanada. Okay, egal. Nummer 78. Wir nähern uns den 80. Es ist gefühlt ein bisschen besser als noch zu Beginn. Ein bisschen besser. Also wir ziehen so alle 10 Packs. Ist ein blauer vom Gefühl her dabei. Imagine Messi. Der wievielte André war es? Er ist sogar doppelt mittlerweile. Nummer 79. Einen probiere ich noch. Bis zum 80. machen wir noch heute. Jetzt, der 80. Ui, sogar mal ein neuer. Den haben wir in Rot. Sogar mal ein neuer gewesen. Naja, ich sag mal so. Wie war die Ausbeute? Wir hatten einen Verratti. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Packs ich jetzt noch habe. Ich habe noch 68 Packs insgesamt, also wahrscheinlich noch so 60 League On. Es waren, ich würde schätzen, so 100 bis 120 Upgrade Packs, die wir geöffnet haben. 13 Tots, der beste Verratti, der zweitbeste war jetzt gerade Klaus, häufig halt Samba und André. Wir konnten halt die SBCs ganz gut weitermachen. Ihr seht das hier. Ja, zufrieden bin ich logischerweise nicht. Es waren halt auch über 1 Million Coins, wenn man es so sieht. Verratti hin oder her, da erhofft man sich schon nochmal ein bisschen was Besseres. Immerhin hatte ich nicht den ich schon in Rot hatte, so Nuno Mendes oder sowas. Das hat mich noch mehr geärgert. Aber ja, die restlichen Packs sind wir natürlich auch noch. Nicht mehr in der heutigen Folge, falls ihr es im Video geschaut habt. Da bringe ich euch dann nochmal ein zweites Mal. Schauen, ob ich nochmal nachkaufe. Also damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Ich will schon noch einen Kracher ziehen eigentlich während des Tots. Wird schwer. Also das war schon ganz nett. Bei 80 Tots sind wir jetzt. Ich habe noch 2 weitere gezogen. Noch einen André und noch einen aus der
aus der Super League. Ich habe noch zu viele Packs, das habt ihr gesehen. Wollte ich trotzdem das 3x83 Plus und das 11x75 Plus nochmal schon mal zeigen zum Abschluss der heutigen Folge. Totzkonto haben wir jetzt nicht. Ich bin jetzt ja in der Dings Wrap-Up drin, deswegen wundert euch nicht. Also wir stehen gerade bei 82 und gucken einfach mal direkt rein. Wir starten mal mit dem 11x75 Plus. Da ist schon mal kein Tots drin, sondern natürlich ein Fabian. Und wie gesagt, für das 3x83 Plus müssen wir, hier auch kein Doppelter, nix mehr hinter, müssen wir den 83 und 84 Team abgeben. Also schon relativ teuer, aber es sind halt drei 83 Plus Karten. Die Chance auf einen Tots ist, denke ich mal, sehr hoch. Wenn es kein Tots ist, macht ihr halt ordentlich Verlust. So wie ich jetzt in dem Fall mit einem Sergio Ramos. Also müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr das jeden Tag macht für so einen Ramos, Schmeichel oder Fabian. Ist schon relativ teuer. Das war also nix. Wir probieren es natürlich die Tage und morgen wieder mit den restlichen Packs. Ihr habt gesehen, da waren, wie gesagt, noch ordentlich was übrig. Verratti immerhin heute als Fazit der Folge. PSG-Spieler war ja schon mal am Start, ja? Es geht ja in die richtige Richtung. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Fett nach oben da. Macht's gut, Leute. Haut rein und...